Jetzt haben wir zwei Armeen und Kukulkan. Oder anders gesagt, Dominguez geht's einen Kragen. Und damit allerseits, willkommen zurück bei Shadow of the Jungle. Sie zeigt uns den Weg. Sie können das ganz ohne Ausrüstung mit ihren Fingernägeln. Also echt schnell. Oh, was? Nein, ich hab da E gedrückt. Oh Mann. Hab ich zu früh gedrückt? Jonah, Planänderung. Ich bringe Verstärkung. Was? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Commander, siehst Kontakt zu Croft. Siehst bei den Yaxi. Ja. Siehst was? Lasst euch nicht ablenken. Schaltet sie aus. Jetzt verstehe ich auch sofort, was das mit der Sonnenfinsternis und mit der Mondfinsternis. Mondfinsternis, das Icon auf dem Desktop zusammen. Sie sind überall! Zusammen. Wir brauchen Verstärkung! Yes! Schicke Verstärkung zu euch. Hat jemand ins Mikrofon gebrüllt? Wenn ich merke sie. Ihr 10. Team, hoher Rat in Position, halten die Stellung. Wiederhole, hoher Rat ist sicher. Hier ist Commander Rock. Der gesamte hohe Rat ist hier, um unseren Sieg persönlich zu begleiten. Wir werden die Stellung um jeden Preis halten. Dann können wir Trinity ja wirklich komplett auslöschen. Guck mal, ob der Atlas auch dabei ist. Cardinal Free im Anflug. Passt irgendwie nicht ins Bild. Auf zu sterben. Mann! Ich sag mal nichts dazu, dass wir wieder nicht getroffen werden, sonst mache ich ihm wieder was kaputt. Übel. Oh, oh. Wir sind nah dran. Das ist so cool gemacht. Danke, Kukulkan, für dieses Geschenk der Erneuerung. Wir sind dafür bereit. Lass uns deine Macht empfangen. Da guckst du, hä? Die gehören zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle als Einheit. Eigensinnig bis zum Ende. Alle Einheiten zu den Engstellen! Tode! Meine Herren,
Lass den Feind nicht durch. Um jeden Preis aufhalten. Das Ritual ist fast abgeschlossen. Nach Abschluss des Rituals werdet ihr alle gerettet. Und wer alles gibt, wird auch belohnt. Jetzt bestimmt. Es ist keine Schande aufzugeben. Naja. Ja, erledigt sie. Ja. Ja, bevor Dominguez daran ist, ist natürlich erstmal dieser Commander Rock da. Das ist so cool, dass wir jetzt mit denen in Anführungszeichen übernatürlich zusammenarbeiten. Anders als in den letzten beiden Teilen. Oh Mann, ey. Geiles Spiel. Oh, hier war sogar was Explosives gewesen. Naja, ging auch so. Sentimentale Akademiker ist weg. Und bald beherrscht Trinity alles. Da herrscht Uneinigkeit. Glaubst du, Trinity liegt was auf Haikiti? Eine neue Welt kommt, wie du sie dir gar nicht vorstellen kannst. Die Treffer war echt schlecht, oder? Wesen, Trinity. Du wirst gleich gar nichts ändern, das ist dir klar, oder? Los jetzt! Ja, ich komme nicht durch, da. Das ist eine Todeszone. Helle den Greifen. Ich muss sie ausschalten. Feuer! Feuer! Da drüben! Los! Los! Ja? Ich weiß, du bist das alles leid. Oh, wir werden getroffen. Genau. Ja. Oh. Oh. Wir sind weg. Irgendwann geht ihm auch die Munition aus. Ja, genau. Ich bin umzingelt. Keine Munition mehr. Nein, bitte. Nein. So, ein Arsch schon mal weniger. Aber irgendwie echt komisch, wie die das Feuer auf sich lenken, wie wir überhaupt nichts abbekommen. Wie, was? Plündern ist nicht mehr? Hallo? Also hier ging's. Muss ich einfach bloß mal E drücken? Ja. Muss ja nicht immer ein Symbol kommen. Hallo? Hm. Wir sind eh genug. Genug gut bestückt. Weiter. Ich finde es schon mal interessant, dass man sogar auf das Auto rauf kann. So, hier geht's nicht lang. Nee. Da geht's auf jeden Fall auch nicht lang. So schön aussieht. Der steht nicht ohne Grund da in der Gasse. Ja.
wäre gerade kommen Zeit gehabt zum Höhle angucken. Aber hier vielleicht noch? Gut, das haben wir hier oben. Ist ja eh Schluss. Da vielleicht weiter? Hier geht's auf jeden Fall nicht rüber. Da sterben wir bloß wieder mal ganz sinnlos. Vielleicht hier hoch. Ja. Jonah, Rock ist tot. Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Wir halten die anderen so lange wie möglich auf. Wir machen erstmal eine Pause und geben. Wir gönnen uns die letzte Fähigkeit. Umarmung der Boa. Automatisches Plündern von Feinden, nachdem sie lautlos umgebracht haben. Zumindest das Letzte, was ich unbedingt noch haben will. Bedingt ist auch etwas übertrieben, aber... Erst noch die Karte mitnehmen. Keine Karte, ist bloß Stein. Schade. Sammelkram gibt's hier jetzt gar nicht ausgenommen. Ausrüstung, Munitionskram. Finde ich aber auch gut. Das würde einem hier nur noch mehr rausziehen. Munition, ja. Zehnter-Team! Der Hohe Rat wird überrannt! Wir brauchen... Aber irgendwie Dokumente jetzt noch, Tagebücher, fände ich doof. Hä? Warum hat sich Lara nicht festgehalten? Das war ja ein komischer Tod. Einerseits habe ich da gleich wieder E gedrückt. Andererseits... Wirkte der Tod jetzt auch echt komisch. Hier ist hinter Team! Der Hohe Rat wird überrannt! Wir brauchen! Das hat jetzt auch gedauert, bis Lara da auch wollte. Ach, einfach nur rüberklettern, nicht springen. Okay, das war der Fehler. Na komm, mach doch den Wandsprung. Jetzt. Weg frei. Krümel, Krümel. Zu früh, das war eindeutig zu früh. Es war auch wieder herrlich. Oh Mann. Zu früh gesprungen. Aber zum Glück wird ja auch schnell geladen, da ist... Aus der Immersion rausreißen, nicht ganz so schlimm. Der Hohe Rat wurde getötet. Commander Rook, wir brauchen Befehle. Er ist nicht mehr da. Rook ist auch tot. Was? Und wer kann das sagen? Rückzug! Alle Einheiten! Rückzug! Was ist mit der Stellung? Es gibt keine Stellung! Alle sind tot! Wer noch kann, sollte verschwinden! Jetzt ziehen sie den Schwanz ein. Das ist cool. Springen und einhaken. Also, dass das jetzt funktioniert hat, wirkt etwas lächerlich, weil das war so weit weg. Und jetzt? Wandlauf. Also, höher geht nicht mehr, weiter runter, ja. Um die Ecke rum kann. Ich schätze mal einfach da oben dran, aber da müssen wir noch ein Stück um die Kurve. Das ist aber schon cool, wie das ineinander greift. Oh. Ah. Ja. Aber erstmal noch weiter nach oben fliegen. Jetzt habe ich zu spät gesehen, dass das Zeug auf uns heraufprasselt. Nein, nach links will ich. Nach links, halt dich fest, Lara. Oh Mann. Ich
das abfällt. Das sieht so cool aus. Und noch Überhang. Natürlich muss der auch noch dazugehören. Okay, der Kram krümmelt jetzt nicht ab. Einfach nur nach rechts. Ich will eigentlich nach oben und nach rechts, aber dann springen wir wirklich bloß nach oben. Einfach nur zur Seite. Wenn wir uns einhaken können. Fällt eigentlich noch diese Seilpfeil mit irgendwo auf. Wenn die ganzen Spielmechaniken jetzt nochmal zum Greifen kommen. Hier hoch, ne, mit Überhangsprung. Jo. So toll. Lass die Sonne verdunkeln. Möge die Dunkelheit die uns bekannte Welt auslöschen. Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten. Die Macht von Kukulkan. Vernichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen. Jetzt wird er noch herumgeschlichen. Kukulkan, schütze uns, leite uns, hilf uns formen und schaffen. Stärke und erhebe! Lass den Schatten vergehen! Nicht so rumwackeln! Auf eine von uns geschaffene Welt leuchten! Das klingt auch cool, die Sprache von denen, wie die reden. Vernichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen. Ich heile mich mal zum ersten Mal hier im Finale. Schutzschild. Kukulkan, schütze uns! Natürlich muss der auch noch schießen. Und dann müssen die noch schießen. Und schaffen! Stärke und erhebe! Der ist auch weit weg. Egal. Tot. Au. Sag mal, wie viel hält denn der aus? Oh oh. Vergiss nicht, worum es geht. Scheitern ist keine Option. Was ich noch gar nicht ausprobiert habe, mache ich jetzt mal. Oh, was ist denn da? Leuchtmunition. Sehr effektiv. Haben wir das auch mal gemacht. Wir haben natürlich bloß Pfeile, aber auch wichtigen Kram zum Heilen. Aua, aua, aua. Gut, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir können uns noch besudeln. Schön schick machen fürs Finale. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Und bis dahin. Macht's gut. Und tschüss.